Ja, was geht ab? Mein Name ist IZZI und willkommen zurück zu City Skylines. Viele haben in den letzten Folgen Feedback gegeben zu meinem Mikrofon, das hatte ich ja gerade ganz neu und den Channel Strip und da haben viele gesagt, ja, du hörst dich ganz anders an, du hörst dich voll krank an und so haben viele gesagt. Das ist natürlich jetzt auch eine Umstellung erstmal hier mit dem ganzen Sound so, das ist natürlich nochmal was anderes. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, meine S-Laute, S-2-2, die waren so abgehakt, ihr könnt es hier gerade mal hören, ich habe so einen D-Esser, der kümmert sich darum, dass das S nicht mehr so hart rüberkommt. S. Hört ihr das? Und damit muss ich auch noch ein bisschen hier umgehen können, weil es hat sich so ein bisschen für mich angehört, als würde ich lispeln. Und da muss ich mich noch ein bisschen mit beschäftigen und so. Ich habe nicht wirklich die Zeit gehabt, mich da noch weiter mit zu beschäftigen. Aber ich sollte auf jeden Fall jetzt weniger voluminös, weniger basslastig sein als das letzte Mal, hoffe ich. Ja. Ich hoffe, jetzt ist es auf jeden Fall ein bisschen besser. Aber wie gesagt, Ton muss ich auf jeden Fall noch einstellen. Kriege ich hin. Muss ich mich, wie gesagt, einfach drum kümmern. Und wir hatten uns jetzt überlegt, wir wollen einfach mal hier so in die Richtung gehen und ein paar krassere Gebäude bauen, ne? Wie zum Beispiel hier dieses Wissenschaftszentrum. Ja, dann haben wir hier noch so ein Meer- und Wolkenkratzer und wir haben noch so ein Transportturm und das hier ist relativ klein. Freundlicher Stadtpark. Ja, okay. Freundlicher Stadtpark kann man ruhig auch mal, glaube ich, hier hin machen, oder? Warte mal, wo haben wir denn? Boah, wir haben ja noch super wenig Stadt und so weiter, ne? Okay, dann machen wir jetzt mal einen freundlichen Stadtpark hier rein. Ja, wo schon die heftigen Hochhäuser sind. Kümmern wir uns hier mal um. Ne, das Handy jetzt aber nicht vibrieren, ne? Jetzt reicht's aber, ey. Mann, ey, hallo, Dri. So, packen wir hier mal so einen Stadtpark hin. Und diesen anderen Park, den packen wir mal hier. So, ich habe gesehen, das habe ich übrigens auch noch nie so gesehen, aber ich habe gesehen, man kann ja auch hier, hat man ja noch so eine zweispurige Kiesstraße. Irgendwo gab es da noch so normalen Weg, ne? Nicht nur Straße. Oder ist das sogar? Man kann auf jeden Fall so zu einem Park auch so eine Kiesstraße, da sowas hinbauen. Aber jetzt, das meine ich gar nicht, weil das ist ja wirklich eine richtige Straße, ne? Es gab doch auch, ich glaube, es gibt auch irgendwo so Fußgängerwege, oder? Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Soll uns jetzt auch erstmal egal sein. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier diesen wunderschönen neuen Park gebaut. Und wir haben diesen wunderschönen Park hier gebaut. Geil. So, ich hoffe, die sind jetzt da ein bisschen zufriedener. Und hier wollen wir mal langsam auf die Insel. Kann man das eigentlich noch dazu kaufen? Jo, krass, kann man sogar, ne? Und den Güterbahnhof noch. Ach so, und viele haben mir gesagt, ich kann die hier abreißen, weil die Kläranlage, die Wasseraufbereitungsanlage, das steht ja wohl hier auch drin, die Wasseraufbereitungsanlage reinigt den Großteil des Abwassers, bevor sie es zurück in ein Wassergebiet leitet. Ich habe es jetzt ein bisschen, ne, ich habe es richtig sogar gesagt. Das bedeutet, das ist quasi das gleiche wie ein Abwasserrohr, nur dass es vorher gereinigt wird, bevor es ins Wasser geht. Das heißt, es reinigt eigentlich gar nicht das Dreck diesen Dreck hier im Wasser, sondern es reinigt nur den Schmock, der direkt rauskommt. Das heißt, die können wir eigentlich abreißen. Ich weiß ja nicht, wie sieht das hier gerade aus mit dem Abwasser. Eigentlich ganz gut. Das heißt, wir können das hier sowieso mal abreißen. So, zack. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger hier mit der Abwasserklärung. Ah, ist noch im grünen Bereich. Was denn, wenn ich das jetzt auch noch ab... Oh, jetzt ist es im roten Bereich. Jetzt gibt es Stress. Aber wir machen einfach noch eine Wasseraufbereitungsanlage, weil hier alles wirklich total vermorkt ist und so weiter. Dann müssen wir da mal schauen. Hier ist noch eine Stromleitung da oben, ne? Kriegen wir die verbunden, wenn ich das jetzt hier so mittendrin packe? Oder ist das jetzt so genau nicht verbunden? Muss ich noch... Oder ich kümmere mich um noch eine Wasseraufbereitungsanlage. Müsste man mal schauen. Auf jeden Fall ist das Ganze jetzt gerade wieder mal nicht verbunden. Doch, ist es verbunden direkt sogar. Ah, hier hat es auf einmal mal geklappt, okay. Ja, hier hat es jetzt überall Abwasserprobleme. Immer noch, auch wenn ich, obwohl ich das hier gebaut habe. Ne, jetzt wieder im grünen Bereich, okay. So, und normalerweise sollte der Mock jetzt hier mal langsam weggehen. Weil wir jetzt nur noch gereinigtes Wasser sozusagen raus ins große Wasser, ins Meer leiten. Ja, so, das sollte jetzt eigentlich besser werden. Ich dachte halt, der würde das Wasser reinigen hier irgendwie, was im Wasser ist. Aber es ist natürlich Schwachsinn, sondern das Abwasser wird selber halt so geleitet. Okay, dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar, wie gesagt, wollte ich ja eigentlich jetzt hier so ein krasses Gebiet machen mit Hochhäusern. Wie ist das da mit Feuerwehr? Bisschen schwierig noch, ne? Mann! So, haben wir das jetzt auch noch schnell gemacht. Und ich wollte einmal den Güterzug machen. Ist die Frage, was machen wir zuerst? Ich würde sagen, wir kümmern uns vielleicht erstmal um den Güterzug, weil der ist eigentlich total einfach. Wir können den jetzt einfach mal ganz simpel hier an die Autobahn irgendwie anbinden. Der obere Teil gehört uns nicht, ne? Dann binden wir das doch einfach. Wir haben hier einmal die Straße, die geht hier runter. Und die Straße geht hier hoch und führt da raus. Würde es denn jetzt am meisten Sinn machen? Was denn jetzt... Oh, wir haben ja sowieso gar nicht genug Geld, aber da können wir einfach nochmal ein Darlehen aufnehmen, würde ich sagen. Ja, ja, klar, können wir natürlich machen. Hier kommen natürlich auch Autos her. Das wäre natürlich gut, wenn die hier hinkommen würden. Ich mache den einfach mal ganz simpel hier hin.
Einfach mal ganz einfach rein und rausfahren. Ja, hier so an die Stelle einfach. Ja, ich mach das einfach mal. Wir können ja auch noch zwei Güterbahnhöfe bauen und so. So soll das jetzt eigentlich auch kein großes Problem werden. Was kostet das Gerät hier? Bahnhof, normaler Bahnhof, Güterbahnhof, 60.000. Wir haben 30.000, die Hälfte müssen wir noch ein bisschen was aufnehmen. Oder wir geben einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Gas noch. So, 60.000. Hier hätten wir 20.000, wären wir halt bei... Ja, das müsste eigentlich reichen, ne? So, jetzt sind wir bei 54.000, 55.000, machen wir noch kurz ein bisschen Geld, 56 und so weiter und so fort. Alles läuft gut, wir brauchen nur noch ein bisschen mehr Industrie. Was heißt, alles läuft gut? Ist viel abgerissen, aber ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass es abgerissen wird, ist nicht so schlimm. Die werden auf jeden Fall wieder neu bezogen. Hä, hier habe ich doch irgendwie eine Feuerwehr gebaut, wieso haben die denn da wieder Stress? Habe ich nicht? Also in meinem Gedanken, habe ich das vergessen, letztes Mal dann noch eine zu bauen? Oh Mann. Das ist eine Einbahnstraße. Oh Mann, wie dumm. Was ist denn jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ich das jetzt hier abreiße und da jetzt keine Einbahnstraße draus mache, sondern so eine ganz normale, wo man in beide Seiten, in beide Richtungen fahren kann. So, dann kann man zwar hier reinfahren, aber nur ein paar Meter. Habe ich jetzt alles ersetzt dadurch? Naja, egal. Auf jeden Fall könnte ich jetzt hier... Ja, und jetzt müsste das klappen. Genau, jetzt kann ich hier eine kleine Feuerwehrwache hinbauen und die kümmert sich um den ganzen Rest, weil jetzt können die Autos ja auch nach oben fahren. Ich dachte eigentlich, das wäre... Naja, egal. Das können wir, glaube ich, abreißen. Ich glaube, die müssen wir sogar abreißen, abgebrannte Gebäude, ne? Da bin ich mir zwar auch jetzt wieder nicht so sicher, aber ist ja auch egal, das ist jetzt nicht so viel Arbeit, weil in der Regel sollten sowieso eigentlich keine Gebäude abreißen. So, Güterzugbahnhof. Können wir uns jetzt mittlerweile leisten? Wir haben 81.000 und machen immer mehr Geld. Also alles ist im grünen Bereich und... Oh, ich sehe hier gerade was. Könnt ihr das erkennen? 912, 932, 951, 965, Leute, der Countdown läuft 93 und 61, ist ein bisschen wieder runtergegangen, aber jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir eine großartige Stadt und haben noch ein Solarkraftwerk hier freigeschaltet. Optimal, Leute, es wird immer größer. Wie viele Einwohner sind wir jetzt mittlerweile? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wir sind jetzt 18.000, ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Geht auch schon langsam so alles in die richtige Richtung. Wenn hier nicht so viel abbrennen würde und so weiter, dann wäre doch eigentlich alles perfekt. Aber egal, wie gesagt, Güterzugbahnhof können wir uns jetzt leisten und den bauen wir jetzt, ja, hier oben so dran, will ich mal behaupten. Muss eine Straße platziert werden. Ach ja, hey, wieso kann ich den gerade hier nicht drehen? Normalerweise kann man die doch immer drehen. Okay, dann baue ich halt eben zuerst die Straße. Na gut, dann machen wir hier so eine kleine Autobahnausfahrt nochmal. Die geht dann ausschließlich zu dem Güterbahnhof. Ich glaube, man darf die nicht mal zu nah aneinander halten. Dann bauen wir die mal hier so hin. Ja... So. Und hier hinten so wieder raus. Da kann man nur durch diese Autobahn. Aber man kann ja hier, aber man kann hier gar nicht so turnen, ne? Ich dachte, wenn man von hier kommt und da den Güterbahnhof weiß, dass er da ist, könnte man hier so drauf und dann hier drehen. Aber kann man gar nicht. Ah, schwierig, ne? Egal. Ich glaube nicht, dass es so ein heftiges Problem wird. Machen wir uns da mal erstmal keine Gedanken drum, sondern sorgen erstmal dafür, dass wir den überhaupt gebaut bekommen. Und drehen kann ich ihn gerade irgendwie aus irgendeinem Grund immer noch nicht. Wieso kann ich dich nicht drehen? Normalerweise kann ich auch mit Rechtsklick drehen. Ich bin irgendwie gerade nicht dazu in der Lage. Ja, Gebäude muss an der Straße platziert werden. Wäre ja kein Problem, wenn ich es gerade drehen könnte. Ich kann gerade aber nur die sich drehen. Normalerweise konnte man immer Rechtsklick gedrückt halten. Und dann Gebäude drehen. Ist das gerade buggy oder haben die da was geändert? Oder muss ich irgendwie... Nee, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich kann es nicht drehen. Wieso nicht? Aber warum? Ich weiß nicht, wie ich den gerade drehen soll. Ich kann machen, was ich will. Ich kann den gerade nur so platzieren. Mit meinem Rechtsklick kann ich hier gar nichts anstellen. Ist das jetzt nur beim Güterzugbahnhof so oder ist das bei allen Sachen gerade so? Das ist einfach bei allen Sachen gerade so. Hä, aber das ging immer, wirklich, Leute. Also ich bin jetzt gerade nicht verwirrt. Ich musste eigentlich Rechtsklick machen. Und dann mit der Maus wackeln und dann hat sich das gedreht. Das funktioniert gerade nicht mehr. Vielleicht sollte ich da mal gerade in die Steuerung gucken. Option, Gameplay. Ingame. Macht doch wahrscheinlich Sinn, oder? Dekoration, blablablups. Wo steht denn hier was von drehen? Mann, hier sind so richtig viele Sachen hier. Bürogebiet erstellen, ja, blablablub, bla, Stadt, ja, Info, Darlehen, Steuern, Budget, Wirtschaft, ja. Okay, Ingame ist, glaube ich, das Falsche, ne? Geteilt, Kameraschwenk links, Kameraschwenk rechts, rückwärts, Kamerarotationsmodifikator. Oh Gott, ey, bis ich das gefunden habe. Kamerarotation,
Ich habe echt keine Ahnung, Mann. Wahrscheinlich stand es hier gerade und ich habe es irgendwie verpeilt. Aber da müsst ihr mir, glaube ich, einfach mal helfen. Ich finde das gerade nicht. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock, jetzt in der Folge komplett das zu suchen. Vorher war es, es wurde auf jeden Fall anscheinend gefixt. Vorher war es auf jeden Fall so, man hat Rechtsklick gemacht, konnte die Kamera drehen. Ich kann gerade nicht die Kamera drehen, sondern das Gerät drehen hier. Geht jetzt gerade nicht mehr. Ist ein bisschen schade. Müssen wir jetzt erstmal auf den Güterzugbahnhof verzichten. Aber ich glaube, viele von euch wissen wahrscheinlich mittlerweile, wie das geht. Oder kennen es vielleicht sogar noch nicht mal anders. Oh, es wird sauber, das Wasser. Ja, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, dann mache ich das nächste Folge einfach ein bisschen besser. Ist gerade ein bisschen blöd gelaufen. Aber dann kümmern wir uns einfach hier um Izzy Island sozusagen. Wir wollen hier ein krasses Büroviertel draus machen und so weiter. Und da ja sowieso Gewerbe und so weiter gerade groß nachgefragt wird, können wir das auch einfach direkt mal machen. Und da schauen wir mal, wir könnten so eine heftige Autobahnbrücke bauen hier drüber. Das sieht natürlich nicht so schön aus, ne? Oder wir bauen von hier aus zwei einfach so drüber. Von hier gerade könnte das schöner aussehen. So, zack, zack. Ich wüsste sonst nicht wie. So wäre irgendwie dumm. Ne, dann bauen wir jetzt einfach von hier aus, so die Straße, die wir bislang auch schon gebaut haben, eine hin und eine um, würde ich mal behaupten. Also eine hier so rüber. Oh, das ist bereits belegt. Gefälle zu steil. Schade. Sage ich da jetzt einfach mal. Ah doch, jetzt geht's. Das sieht irgendwie dumm aus, ne? Muss ich das vielleicht von Anfang an irgendwie so höher machen? Erstmal so, weil wenn das hier so... Das sieht ja total dumm aus hier, der Anfang, wenn er mitten am Strand ist. Das soll direkt nicht den Strand belegen, sondern direkt hochgehen. Ja, ich mach das so einfach. Gucken wir mal gerade von der Seite, dass wir hier uns nicht mehr erhöhen, sondern auf einer Höhe bleiben. So eine Höhenmesser wäre auch nicht schlecht, ne? Konnte man früher bei Rollercoaster sich auch mal anzeigen lassen, wie hoch man gerade ist. Aber wenn ich jetzt hier direkt daneben packe, ja, es sieht aus, als würde es immer höher werden. Und das sieht aus, als würde es die Höhe behalten, würde ich mal behaupten. Hoffentlich. Okay, das heißt, das wäre die Höhe. Und hier einfach weiter durchziehen. Bis so hier. Und hier können wir dann wieder runtergehen. So. Naja, geht, glaube ich, schon relativ klar. Und hier das Ganze natürlich wieder spiegeln. Ich hoffe, das passt so von der Höhe. Ja, das passt so von der Höhe. Machen wir das jetzt so knapp hier hin. Und jetzt wollen wir die Höhe natürlich wieder beibehalten. Ach, ich hätte gar nichts mehr drücken müssen, ne? Da bleibt ihr dann auf der Höhe. Das habe ich gerade ein bisschen verplant. Oh, das ist bereits belegt. Ja, macht keinen Sinn. Bis wohin sind wir denn so hoch geblieben? Wo bin ich denn jetzt runtergegangen? An welcher Stelle? Ich glaube, hier schon, ne? Hier wäre es, glaube ich, schon nicht mehr auf einer Höhe, wenn ich das gerade richtig sehe. Boah, das ist gerade ein bisschen sehr schwer nachzuvollziehen. Vielleicht einfach parallel mit dem Turm. Ich weiß es nicht, es sind natürlich jetzt andere Höhen, die hier gerade so sind. Und der flutscht da immer so rein, das ist auch nicht so geil. Oh, wie unschön. Warte, ich muss das, glaube ich, nochmal ein bisschen anpassen. Ich glaube, ich war einfach ein Ticken zu nah dran. Das ist wieder gerade ein bisschen zu perfektionistisch, glaube ich, gerade. Aber es soll ja auch eigentlich schon ganz schön aussehen, ne? So, wollen wir wieder runtergehen. Und starten wir ein bisschen weiter weg, so hier. Und jetzt kriegen wir das aber auch ganz schnell hin. So. Den können wir jetzt, glaube ich, dann so direkt behalten. So direkt hier hinbauen. Hoffentlich. Hoffentlich passt das. Und den bauen wir jetzt einfach parallel dazu auf der gleichen Höhe. Sind wir ein bisschen zu tief gerade noch, ne? Egal. Egal. Ist mir egal. Wir bauen das jetzt einfach so daneben. Alles klar. Das passt. Ich sehe das doch schon. Das ist perfekt. Und hier gehen wir einfach direkt runter. Ey, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Das ist doch wirklich total parallel. Ich glaube, ich habe sogar genau hinbekommen, oder? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Egal. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier auf der anderen Insel. Und jetzt müssen wir natürlich hier wieder so ein Komplettpaket bauen, was Strom und so weiter betrifft. Beziehungsweise wir können auch eigentlich den Strom... Die zwei Stromgeräte hier, die Windkraftwerke, könnten wir eigentlich auch nach oben ziehen. Hier ist mittlerweile Strömung ein bisschen hingekommen, ne? Die war doch noch nicht immer hier. Die ist irgendwie entstanden hier, wahrscheinlich durch unsere... Ach, wir haben vielleicht künstlich Strömung erzeugt durch unsere Abwasseranlage oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist hier so eine leichte Strömung entstanden. Naja, wie auch immer, wir wollten jetzt hier extra kranke Monster-Crazy-Shit-Gebäude machen. Alter, wie viel haben wir denn mittlerweile? Expo-Center haben wir auch noch. Turm der hohen Zinsen, das ist so ein richtiger Brecher. Alter, geilo. Geilo, wir brauchen Platz, Leute. Wir brauchen ganz dringend Platz. 7200, alles klaro. Machen wir.
So. Und jetzt haben wir auch schon die komplette Insel. Das heißt, wir können uns jetzt hier echt komplett ausleben. Und ich würde sagen, wir können das ganze Ding mal wieder komplett umranden. Wir haben momentan hier... Hier geht's... Moment mal. Ah, hier fahren die zurück. Ich war gerade verwirrt, weil hier an beiden Seiten das Einbahnstraßenschild ist. Von hier kommen die und von hier fahren die zurück. Das bedeutet, wir müssen jetzt vielleicht einmal hier komplett oder könnten halt einmal komplett hier so eine... das Ganze so umranden. Ah, wie bekommen wir es denn schöner hin? Hätten wir eigentlich schon von Anfang an schöner machen sollen, ne? Warte mal, dann können wir das von hier oben direkt runterziehen. Will ich jetzt mal behaupten. So nach unten. In der Art zumindest. Vielleicht auch schon vorher, aber dann habe ich... Nee, vorher glaube ich lieber nicht. Dann habe ich ein bisschen Angst, dass der mir da die schöne, den schönen Teil der Brücke abreißt, das, was wir so schön parallel dahin bekommen haben. So, glaube ich, macht das mehr Sinn. Dann gehen wir hier so runter. So. Gehen wir hier so runter. Und bauen fleißig hier mit dem schönen Tool. Wow. Hier wieder am Strand entlang. Das wird wieder so eine Art Bürogebiet hier. Das andere war gerade nur so eine Vorstufe. Ich glaube, Leute, richtig viele Leute denken sich so, oh nein, der schöne Strand. Und nur Büro und ich dachte, wir machen das hier chillig und chillige Wohnungen und so. Habe ich, glaube ich, am Anfang sogar mal gesagt, dass ich das so machen wollte, ne? Und jetzt zerstöre ich das so. Nein. Aber ich habe mir überlegt, ich möchte hier so die heftigen Hochhäuser hinpacken. Und das sieht dann nachher, glaube ich, richtig geil aus, wenn man so eine kleine Stadt hat, die so viele Hochhäuser hat. Also ich stelle es mir auf jeden Fall cool vor. So, dieses Tool ist echt geil. Hiermit kann man echt richtig gut Straßen bauen. Das muss man schon sagen. Zack, zack, zack. So, und jetzt haben wir das heftige Gebiet hier. Alter, das sieht schon richtig cool aus. Das, finde ich, sieht schon richtig, richtig cool aus. Und hier hauen wir dann einfach unsere extra Gebäude hin. Ich weiß gar nicht, vielleicht macht das auch gar nicht so viel Sinn, dass man hier das alles so zentriert. Alter. Ja, ein bisschen Probleme gibt es ja noch feuerwehrmäßig. Aber das ist doch alles so halb grün noch. Boah, muss ich jetzt echt nochmal so ein fettes Teil hier hinstellen? Ich glaube fast schon, ne? Mache ich jetzt einfach. Wenn es da überall abbrennt, dann muss ich das ja machen. Hier auch am besten, ne? Nicht genügend Geld. Ja, gut. So. Bevor es hier jetzt irgendwie noch wirklich Stress gibt und mir die Leute abhauen oder so, muss ich vielleicht mich erstmal darum kümmern. Aber wir haben jetzt das Stück. Die Zufahrt ist da. Kommt man ausschließlich über die Autobahn hier drauf und so. Ist aber nicht so das Problem. Und dann können wir jetzt hier die heftigen Brecher hinbauen. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr ganz so heftig viel Geld, aber zum Beispiel das Wissenschaftszentrum könnten wir zum Beispiel schon mal hinpacken. Wir müssen uns mal überlegen, wo wir hier dieses Monstergerät hinpacken. Wahrscheinlich so am zentralsten. Da soll es am höchsten sein. So, und dass wir uns so nach und nach vorarbeiten. Ich weiß ja nicht, was haben wir hier gerade? Wir könnten zum Beispiel mit so einer Statue hier anfangen. Was ist das? Statue des Wohlstands. Oh, die können wir auf jeden Fall direkt hier am Anfang packen. Die passt ganz gut. Das hier war ja die Shopping-Statue. Die macht nicht so viel Sinn, aber Shopping... Quatsch. Die Statue des Wohlstands ist natürlich gerade ziemlich geil, weil das hier auch sehr nobel werden soll. Und man kommt hier über die Straße an... Dann könnte man das eigentlich direkt hier so hinpacken, oder? Oder man packt es an den Strand. Könnte das schön aussehen, wenn das am Strand ist? Ne, ne, ich mach die mitten rein. Ich mach die Shopping, die Statue des Wohlstands hier direkt mitten rein. Ah, die kann man auch noch weiter nach vorne ziehen. So, da mache ich die hin. Das ist jetzt die... Ah, wieso braucht sowas Strom? Das ist die Statue des Wohlstands, so ein Typ mit so einer... Ach, was ist das da? Liberty. American United States of America steht da, glaube ich. Okay. Auf jeden Fall ist das jetzt hier schon mal heftiger Wohlstand, auch wenn bis jetzt hier nichts mehr ist, nicht mehr ist als Bäume. Ist das jetzt eine riesige Münze eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Wahrscheinlich sowas in der Art, ne? Irgendwas historisch Wertvolles, wo ich keine Ahnung von habe. Ja, wir könnten jetzt hier einfach, wenn hier einmal der Strom wäre und die Leute da direkt bauen würden... Dann wäre eigentlich alles wieder gut, aber ich kenne das ja. Das klappt nie. So, das ist gerade hier sehr unschön. Wie immer. Aber wir machen das jetzt einfach nur mal provisorisch. Erstmal hier rüberziehen, auch wenn es nicht schön aussieht. Wobei, gibt es hier überall Stromprobleme? Hä, warum? Und wieso ist das hier nicht verbunden? Die paar Zentimeter ist doch nicht euer Ernst. So, und das geht jetzt, oder was? Und jetzt ist alles wieder gut hier, oder... Zack, verbunden. Und es wirkt sich auch auf das ganze Obere aus.
Okay, alles ist wieder gut. Alles ist wieder gut, dass da noch kein Strom. Das kriegen wir aber hin, wenn wir hier gleich sagen, ihr könnt hier bauen. Das können wir eigentlich sogar fast direkt machen. Oder haben wir jetzt zu wenig Wasser? Ja, wir haben zu wenig Wasser, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Kriegen wir auch alles hin. Oh Mist. So, ziehen wir mal wieder so richtig verschwenderisch durch. Wahrscheinlich haben wir gleich riesiges Wasserproblem. Riesiges Wasserproblem, weil hier alles wieder so übertriebenst verbunden wird. Vor allen Dingen unten am Strand, wo ich wahrscheinlich sowieso erstmal nichts baue. Na, aber wir haben jetzt wieder alles abgedeckt. So, wir haben jetzt wieder alles abgedeckt hier und haben jetzt eigentlich genug Platz geschaffen, um hier jetzt komplett zu eskalieren. So nach und nach müsste sich dann hier so Strom und so weiter bilden. Ne, Strom bildet sich natürlich nicht von alleine, aber wenn ich jetzt hier sage, dass die Leute hier fleißig Bürogebiet bauen können, vielleicht machen wir auch noch dicht besiedeltes Gewerbegebiet, macht das Sinn? Ab und zu das mal so reinzustreuen. Ich weiß es nicht, vielleicht haben die zu wenig Kunden oder die kaufen da eventuell, weil Bürogebäude in der Nähe sind, könnte ich mir auch vorstellen. Könnten wir ja hier ab und zu nochmal so ein bisschen reinstreuen, das nicht ganz zu krass machen. So, ab und zu nochmal so ein ganz kleines bisschen Gewerbegebiet und der Rest komplett Bürogebiet. Könnte mir vorstellen, dass sie eventuell Probleme bekommen, dass da keiner hinzieht oder keiner hin arbeiten kann, weil die Wohnorte hier zu weit weg sind. Ansonsten müssen wir nochmal schauen, dass wir irgendwie eine Zugverbindung oder eine Busstation oder irgendwie eine U-Bahn-Station. Ich glaube, eine U-Bahn-Station wäre fast das Einfachste unter Wasser, wenn wir das hinbekommen. Dass wir das hier nochmal damit verbinden und dann sollte das eigentlich mit den Mitarbeitern auch nicht so ein heftiges Problem geben. Hier wird auf jeden Fall schon mal fleißig gebaut. Und direkt zum Glück hier auch am Strom, das heißt, es könnte sich so nach und nach connecten, hoffe ich jetzt einfach mal. Und Wasserklärung ist alles noch so im im orangen Bereich, das ist nicht so schlimm, Hauptsache wir haben Frischwasser erstmal. Das dreckige Wasser kriegen wir schon irgendwie weg. Hier wird nach und nach alles ein bisschen sauberer, dann wird das hier auch ein bisschen schöner aussehen und so weiter. Und wir kümmern uns dann darum, ja, Stromprobleme, ihr verbindet euch schon, da bin ich mir sicher. Und wir kümmern uns dann nach und nach darum, dass wir jetzt hier auf jeden Fall dann die heftige Skyline bauen werden. Das Wissenschaftszentrum packen wir noch hin, den übelsten Brecher. Und dann gucken wir nochmal, wie wir das mit den Straßen regeln. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, ich sollte mehr Sachen bauen, mehr kleinere Straßen bauen, weil dadurch keine Ampeln entstehen. Hier so ganz normale, zweispurige Straßen, dann entstehen keine Ampeln an Kreuzungen und so. Kann sein, dass es Sinn macht. Müssen wir auch mal schauen. Hier sollte eigentlich aber sowieso nicht zu krasser Verkehr sein, denke ich mal, auf so einer Insel. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt den Daumen nach oben. Wir sehen uns dann morgen wieder, Leute. Take this easy, nehmt das Leben zu ernst. Und das ist eine heftige Insel, die wir hier gerade gebaut haben. Und ich bin gespannt, wenn die mal richtig krass, ich wollte schon fast sagen, gepflanzt ist, mit Häusern. Dann wird das, glaube ich, ziemlich cool aussehen. Ich hoffe, der Ton ist jetzt vielleicht auch ein Ticken besser. Ich kümmere mich auf jeden Fall nochmal darum. Ne? Take this easy, nehmt das Leben zu ernst. Bis morgen und tschüss.